Hallöchen, Freunde, willkommen hier zurück zum Minecraft. Weiter geht's. Ich wollte eigentlich ein bisschen ohne Aufnahme das Inventar sortieren und die Kisten ein bisschen und so. Ja, habe ich doch nicht gemacht, ne? Ja. Ja, ich bin in einer neuen Aufnahme. In einer neuen Aufnahme, aber ich habe von. Ach nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Ich bin in einer neuen Aufnahme, aber die zwei ersten Videos, ja, Folge 1 und Folge 2 sind noch nicht erschienen. Weil ich die, in der Zeit, wo ich jetzt aufnehme, noch nicht veröffentlicht habe. Sagen wir es mal so. Ich glaube, jetzt habt ihr es auch verstanden, ja? Also, ja. Ich will das nämlich so machen, ja? Also, nee, ich sag es nicht. Nein, ich sag es nicht. Nein, ich sag es nicht. So. Okay. Warum habe ich schon wieder Caps Lock Taste aktiviert? Die muss gerade mal. So. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier, auch wenn die Tasten hier, die Tastenkürzel und was man so drücken muss, ja, das ist ein bisschen länger her, ne, wie gesagt, ne, 4 Monate nicht mehr Minecraft gespielt, ja, und aufgenommen und so. So, das alles hier rein, die Stöcke lasse ich mal im Inventar, verrottetes Fleisch kann ich eigentlich auch reinpacken, ich könnte das rohes Schweinefleisch könnte ich eigentlich mal im Ofen packen, den Ofen habe ich ja hinten irgendwo stehen. Holzkohle, die normale Kohle schmeiße ich mal, die sammeln wir erstmal, die normale Holzkohle nehme ich mal die Hälfte von mit. So, mal ein bisschen sortieren. Ich brauche auch später was anderes zu essen. Ich könnte auch mal Weizen anpflanzen, ja? Ich muss mal gucken, mein NPC-Dorf hier, meine Nachbarn hier, also da, wo ich gerade so als Untermieter mich eingenestet habe. Ob die da irgendwo, na, Weizen so ein Gedöns haben. So, ich möchte eigentlich noch weiter farmen. Ich brauche nämlich noch Eis. Ach, Eisen, das müsste ich eigentlich in den Ofen packen. Warum ist das dunkel? Warum? Warum? Ist ja irgendwo ein Bett frei. Verkehrte Taste. Wollte nicht schleichen. So, geh mal raus, ich will schlafen. Ich schiebe ihn mal eben gerade aus dem Bett. So, noch ein Stück. Ein Stück noch, danke. Ja, tut mir leid, kannst dich gleich wieder hinlegen. Ich muss mich jetzt ausruhen, ich habe schwer gearbeitet. So, jetzt kannst du weiter schlafen. Zombie! Die greifen auch nicht mit an, die helfen gar nicht hier, ne? Die verstecken sich nur, die haben keine Waffen und gar nichts, ja? Piratenmann. Ne, guck mal, er wird angegriffen. Gar nicht gut. So, er hat Schaden genommen. Was heißt das? Wir müssen auf jeden Fall das absichern. Also wir werden hier auf jeden Fall eine Mauer drumherum ziehen, um das Dörfchen, ja. Also brauche ich jede Menge, entweder aus Holz oder gemischt. Aus Holz und aus Bruchstein. Ein Wall. Wir bauen denn einen Wall. Also kein Wal, sondern einen Wall. Einfach eine Mauer, ja. So, ich glaube, ich hole mir noch ein paar Beeren hier. Ich muss erstmal die Beeren weiter essen hier. Das geht ja nicht anders. Aua. Ich laufe auch immer wieder rein, ne? Aber Kürbis kann ich auch essen. Wächst denn hier nicht an, ne? Der war, glaube ich, nur hingesetzt, oder? Ach ja, das ist keine Hacke hier. Das ist ein kleines Beet hier. Also die haben... Die haben... Und das ohne Rüstung mit dem Skelett hier. Naja. Kann ich Pfeile einsammeln? Ne. Ja, also die Beete hier sind echt nicht groß. Die müssen wir mal größer machen. Das ist überhaupt nicht doll. Ist es überhaupt schon reif hier? Ich sehe das nicht. Ich glaube, das könnte reif sein. So. Ja, wegen Brot. Ich kann ja Brot jetzt backen. Backen. So. Werde ich auch gleich neu wieder verteilen hier.
Weizen. So, also man hat den Fortschritt Hobbygärtner erreicht. Ja, ich bin noch ein Hobbygärtner. So, ich brauche denn mal. Ich brauche denn mal. Was ist das denn hier? Was ist das? Ich weiß es nicht. Auch ein neues Item, was ich nicht kenne. Sieht aus wie so ein Trug. Blumentopf oder irgendwie sowas. So, Fleischbraten. In meinen Ofen. So, oh, sehr schön, sehr schön. Brauche mal das Fleisch hier so. Das nehme ich denn mit. Och, ein Knochen, wo kommt der denn her? Ein schöner Knochen. Sehr schön, Kürbiskern. Achso, ich wollte ja, genau. Ich wollte ja genau. Ich wollte ja genau. So, obwohl ich habe noch Sticks. Was mache ich denn? Ich bin so blöd schon wieder, ey. Das ist wieder kein Zeigen hier, ey. So. Ja, genau. Holzhacke. So, jedenfalls nochmal eingebranntes Schweinefleisch. Ich hätte mir das eine Fleisch nicht töten sollen, sondern die Schweine vermehren. Aber dafür brauchen wir auch Karotten wieder, ne? Karotten und dann rote Beete und dann noch irgendwas. Wenn sie das nicht wieder geändert haben, jetzt mit der 1,14. Okay, Wasser war da ja, ne? Ah, die Beete finde ich jetzt nicht so. So. Ja, die Beete sind nicht so groß hier. Aber Wasser ist ja da. War das fünf Felder? Ich glaube, fünf Felder war das auch mit Wasser, ne? Kann ich mich so ein bisschen. Was ist denn das hier, Mensch? Kann ich mich so ein bisschen knapp erinnern? So fünf Felder, glaube ich, so Reichweite oder sechs. So. Kürbis, wann ich wollte ich ja Kürbis anpflanzen. Zwei Felder müsste man ein. Jawohl, doch, 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 doch. Ich kann auch den Kürbis nicht. Den könnte ich doch noch. Nee, ja. Ich weiß auch gerade nicht, was ich hier mache. Ich lasse das mal. Nee, nee, kein Kommentar. Melonen sind ja auch gar nicht, ne? Das ist aber auch echt ein kleines Dorf hier. Das ist kein großes Dorf. Also groß ist das hier nicht. Und das Feld würde ich eigentlich komplett lieber abreißen und dann irgendwie anders nochmal bauen. Ich möchte eigentlich jetzt in die Höhle. Eigentlich in die Höhle, in die Höhle. Ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, was man so spontan machen soll. So, mal gucken hier wegen dem Feld. Ich muss mir das mal gerade mal ein bisschen überlegen. Überlegen, überlegen, überlegen. Das wurde einfach nur in die Welt hingeklatscht. Okay, zwei Kürbispflanzen sind da, glaube ich, rechts. Auf der rechten Seite sind zwei Kürbispflanzen, aber die anderen Kürbisse sind da einfach nur so hingeklatscht, ne? Also nicht hingeklatscht, die wurden da hingesetzt. Die sind da nicht gewachsen. Nee, schön sieht das nicht aus. Ich muss ein bisschen das Feld bearbeiten oder so. Meine Schaufel habe ich auch wieder nicht. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Obwohl, mit der Schaufel würde es viel schneller gehen. Ich würde auch gerne mal ein paar Bäume hier wegnehmen. Hier sollen nicht so viele Bäume stehen. Komme ich doch wieder nicht ran, da ganz oben, ne? Wenn man Kürbis hinsetzen hier, zack, und dann kommen wir da jetzt ran im letzten Holzstück. So, nehmen wir ein paar Blumen mit hier, so zwei, drei.
bisschen Gras kaputt machen oder fahren oder was das ist hier wegen die Samen. Ja, die Samen. Wir brauchen noch ein paar Samen. Da ist ein Schwein. Ich glaube, das ist das eine Schwein, was ich schon in der letzten Folge... Auf jeden Fall haben wir das schon mal getroffen. Das hatte ich ja fast getötet, das eine Schwein noch. Zwei Schweine hatte ich... Ne, ein Schwein hatte ich getötet. Ja, sagte ich ja schon. So, ich glaube, die Samen, die 13 Samen, das geht erstmal. Es reicht zwar vorne und hinten nicht mit den Samen, aber erstmal, ne? Erstmal. So, dann möchte ich hier ein bisschen anbauen. So, das muss auch weg da. Okay, einmal die Erde. So, ja, das ist gut. So, also die Weizenkörner. Okay, da war noch. Ja, okay, alles gut. So, stört euch das überhaupt, wenn das so verpixelt ist, wenn ich ohne Ressourcen-Package spiele? Also, ich muss mal gucken. Ich denke mal, hau ich mir mal wieder so ein Ressourcen-Package rauf, wenn wieder krummer Hills. Ich muss mal schauen, vielleicht mal was anderes zum Ausprobieren. Weil früher hatte ich ja nur Krummerhölz drauf, aber ich kann ja auch mal so, ne? Oder ihr schlagt mal ein paar vor. Also ein Ressourcen-Package für Version 1.14.4. Ne? Für Minecraft, ja? So, das ist doch schon mal gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Der Kürbis hier muss hier noch weg. Der kann eigentlich auch hier weg. Der muss auch weg. So, hier ist eine Kürbispflanze. Kürbispflanze da auch. Ich glaube, wir machen die Kürbisse hier komplett weg und machen hier nur Weizen hin. Also nicht so ein Durcheinander hier. Es wird auch gleich wieder dunkel. So, machen wir die nämlich komplett weg. Machen wir das auch ein bisschen größer. Hier machen wir das auch ein bisschen größer. Müssen wir schlafen gehen, ne? Wir müssen, glaube ich, schlafen gehen, sonst kommen hier wieder die Zombies und die NPCs, die sterben nachher noch aus hier und das möchte ich nicht. Deswegen rechtzeitig schlafen gehen, bevor die wieder sterben, wenn die Monster spawnen, darauf habe ich keinen Bock. Na, dann bin ich nachher wieder ganz alleine hier. Ich weiß auch gar nicht, ob die nachts spawnen, die NPCs. Also am Anfang waren hier auch schon ein paar mehr. Ich habe schon das Gefühl, es sind schon weniger geworden. Ich glaube, es sind schon weniger geworden, oder? Die haben sich einfach nur aufgeteilt. Da hinten steht auch noch einer. Eigentlich kann das noch ein bisschen breiter her. So, die Axt ist auch gleich hinüber. Ich muss gleich eine neue machen. Also eine neue craften. Ich brauche aber noch Erde. Und dann brauche ich auch noch eine Schaufel. Eieiei, habe ich ein bisschen Stein da? Nee. Ich ein bisschen. Oh, ich bin ja verkehrt hier. Ein bisschen Stein. Wie brauche ich da so? Ja, reicht. Habe ich hier eine Schaufel? Nein, habe ich keine Schaufel. Kann ich mir auch gleich, obwohl die Holzhacke, die kann ich noch lassen. Die Holzhacke. Sehr gut. Ich lasse mir so. Aber ich könnte mal ein bisschen hier. Was ich jetzt nicht so brauche. Weizen kann auch erstmal rein. Können wir schon Brot machen? Egal. Fichtenholz-Falltür. Wo kommen die denn her? Weiß ich nicht. Eisenerz. Kein Ofen. Das andere ist bestimmt auch schon längst durch. Kürbiskerne. Ja, die... Ja, komm erstmal hier rein. Das Feld muss ich auch noch extra anlegen. Das dauert noch. Ein Pfeil, der kann auch weg.
So. Das Buch hier ist auch neu, ne, oder? Nee. Ja, doch. Ist das neu? Dass man im Ofen so ein Buch hat, ist doch neu, ne? Gab es das schon in der 1.13er? Also das gab es in der 1.13er, aber ich glaube. Mann, 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 ich kann mir auch sowieso nichts merken. Aber ich glaube schon, das gab es schon ein bisschen länger. So ein bisschen. Was wollte ich jetzt? Ich wollte irgendwas kräften. Ich hab's vergessen. Eine Schaufel, ne? So, ich lasse es mal weg da. Das ist ja erstmal zumindest. Eine Schaufel. Eine Schaufel. So, dann machen wir die Schaufel mal dahin. Und genau, meine Axt ist auch gleich hinüber. Dauert nicht mehr lange. Was sagt die Uhr? Ja, ein paar Sekündchen haben wir noch. So, ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, nee. Wir machen das Beet noch ein bisschen größer. Hier, das Beet. Ich wollte Erde holen. Ein bisschen Erde. Wo kann ich denn ein bisschen Erde wegnehmen? Obwohl, ich kann ja gleich mal hier. Aua! Nur so ein kleiner Busch. Ach, so ein kleiner Busch, der macht keinen Schaden, ja? Nur wenn der größer wird, dann macht der Busch Schaden. Okay, gut zu wissen. Ein großer Busch macht Schaden, okay? Ein kleiner Busch nicht. So, und hier möchte ich. Jetzt sieht das sowieso so blöd aus. Hier ein bisschen Erde hier wegnehmen. Ja, hier kann das auch ein bisschen tiefer alles. Da müssen wir ein bisschen ja, Terraforming machen. Die Seite hier kommt dann weg und dann werden wir das verbinden. Hier später mit so einem schönen Hafen oder so. Und oh, das wäre noch schön. So, aber ich glaube, die Erde reicht erstmal, weil ich will ja nicht übertreiben. Ich will auch nicht die ganze Zeit hier bis zum Ende der Folge hier schaufeln. Das war so klar. Komme ich hier auch nicht raus? Ich muss das. Das muss auch noch mal ändern hier. Das. Also früher war es ein Loch, wo ich reingefallen bin. Ja, jetzt laufe ich oder plumps die ganze Zeit hier in die Beeren rein. Ja, wie heißen die Beeren nochmal? Süßbeeren. Könnten auch eigentlich auch Stachelbeeren heißen, ja, weil ich, ja, egal. So. Ein, zwei, ja, machen wir größer, komm. Es war jetzt nicht so schön, ja, aber Hauptsache hier wächst erstmal was. Hier hätte es auch tiefer machen können. Jetzt haben wir denn so eine Art Hochbeet, ne? Machen wir den Weg hier noch ein bisschen breiter. Hauptsache, wir bekommen ordentlich was zu essen. Was ist das denn hier? Den möchte ich eigentlich gerne mal abbauen, um zu gucken. Holzachsen. Was haben wir denn da? Komposter! Okay, ein Komposter. Kann man denn Dünger machen? Jetzt kann man Dünger machen. Macht ja Sinn mit einem Komposter, ne? Dünger, Dünger und dann für die Beete hat man denn eine. Also hat man denn einen größeren Ertrag? Einen größeren Ertrag bei der Ernte? Das ist ja geil. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr denn eine Ahnung? Was muss man denn da alles reinschmeißen für Materialien? Also Gras hatte ich, glaube ich, vorhin. Also Weizenkörner, also Gras hatte ich, glaube ich, schon mal so. Reingeschmissen, ja. So aus Versehen. Ein Komposter, das ist ja echt cool. Das ist ja echt cool. Oh, freut mich. Wieder was Neues. So, wo sind die ganzen Samen? Habe ich nur zwei? Ich hätte doch mehr.
Ich hatte doch mehr Samen. Habe ich in die Kiste getan oder habe ich... Mal gucken. Ich hatte doch... Nee, doch nicht. Kürbiskerne habe ich nur hier. Naja, dann müssen wir noch ein bisschen Samen besorgen, liebe Leute. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde mal was essen hier und mal schön nach oben gucken. Dass ich nicht wieder aus Versehen da die Beeren pflanze. Ja, das Beet werden wir dann komplett befüllen beim nächsten Mal. Dann muss ich hier da so ein paar Samen. Aber die restlichen Samen machen wir beim nächsten Mal. Ich will auch nicht überziehen hier. Ich will so gucken, dass ich so in dem Bereich bleibe mit 20 Minuten Folgen. Ja. Ja, das Beet ist nicht schön. Man kann das immer schöner machen, aber... Hauptsache, wir haben erstmal was zu essen. Das kommt alles nach und nach. Wir haben noch Zeit. Wir machen uns keinen Stress hier. Jo, das war's denn. Und danke wieder fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Und, ne, was ihr zu erledigen habt, wisst ihr ja. Also bis dahin. Tschüss.